Und damit geht es weiter mit Let's Play Batman Begins. Ich bin es, Batman. Und wir sind hier immer noch am Anfang. Ja, nicht mal ganz am Anfang, aber zumindest immer noch voll mittendrin. Beim letzten Mal haben wir hier versucht... Oh mein Gott, da geht... Alter, da geht's tiefbäcker. Ist halt Gotham. Genau. Zack und zack. Beim letzten Mal haben wir versucht, hier den netten Kollegen hier von Gordon zu finden. Der treibt sich hier in Falconis Gebäuden rum. Beim letzten Mal haben wir dann Falconis Häuslein getroffen und hier den Informanten von Gordon. Und wir wissen nun, dass sich hier der Kommissar, der Korrupte, hier befindet. Und ich denke, es ist Zeit, ihn jetzt erstmal zu verhören. Aber dafür wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, schauen wir mal. Checkpoint, das ist immer gut. Und dann... Können wir da lang gehen? Oh mein Gott. So. Ganz entspannt. Nee, geh mal nicht runter. Schau, ich habe runtergeschaut, Mann. Was machen wir jetzt? War da oben die, das Bad-Signal? Warte mal. Nee. Sieht aus, als würde die Welt runtergehen hier. So. Jetzt ist echt cool, Mann. Oh mein Gott. Nicht runterschauen. Aber das Fliegen sieht in den anderen Spielen schon ein bisschen cooler aus. Komm, geht's kaputt, Mann. Okay, ich dachte, wir müssen einfach die Kiste kaputt machen. Ja, Kabelrolle. So weit hoch komme ich nicht. Also, irgendwie habe ich keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben einen Better Run, aber der bringt uns auch nicht viel. Ach, natürlich, wartet. Zack. Ich hasse diese Stahlketten. Die fallen so nicht auf, dass man da immer hinklettern kann. So, ein Sprung bedeutet den Tod. Ein falscher Sprung. Sind wir da? So, das krieg sogar ich hin. Knapp. So, ich dachte mir jetzt, ich stürze sie ab. So, dann da lang und weiter geht's. Also mir gefällt das Spiel, Mann. Ganz ernsthaft, Mann, hat so seine eigenen schlechten Momente. Das Kampfsystem ist echt nicht so cool. Also besonders, wenn man es halt mit Arkham vergleicht, man. Aber es hat einfach so ein richtig spaßiges Kampfsystem, hat das so viel Spiel inzwischen geklaut hat. Es ist halt einfach nur drauf gesmashed und hoffen, dass die Gegner nicht die treffen. So ein bisschen Abwehr-Konter, so ein bisschen wie die Spider-Man-Spiel wäre cool. Aber ganz ernsthaft, ihr müsst ja immer überlegen, Arkham, also Arkham Asylum kam ja danach und... alles hat, könnte man sagen, mit diesem Spiel hier bekommen. Kann ich da hochklettern? Nee. Kann ich da? Ich habe keine Ahnung, was ich hier hochklettern kann. Ah, das ist doch mal ein Traum, Mann. Was? Deine Mutter. So. An deiner Mutter kann ich gleich hochklettern. So. Da bin ich ein bisschen zu früh losgehüpft. Aber ganz ernsthaft, Mann, das Spiel hat schon so seine Momente. Also, wie gesagt, es hat halt so. Bringt halt auch richtig schön dieses Düstere von Gotham. Was ja auch die Filme waren. Also, wenn ich mir dat, viele der anderen Batman-Spiele anschaue, die halt immer dieses lustige, nette hatten, so wie eben. Ja, die Animated Series, die war eigentlich schon düster. Aber so wie der alte Batman, das passt einfach gar nicht. Nein! Da wollte ich eigentlich mit drauf. Schade. Zack. Kann ich das festhalten? Okay. Dann das lösen. Du machst es dir echt zu komplex, Batman. So. Und es macht dir schon Laune. Also dagegen kann man nichts sagen. Es ist zwar auch nicht immer klar, wo man hingehen muss. Also merkt man zum Beispiel hier, das ist immer schon ein bisschen seltsam. Und es kann schon ein bisschen nerven, wenn da der Sprung nicht zu 100% klappt, man. Und auch die Steuerung ist halt immer ein bisschen schwammig. Das muss man wirklich erwähnen. Das Fliegen ist nicht annähernd so geil wie in den Arkham-Spielen. Aber ganz ernsthaft, man, bei Lizenzspielen ist es wirklich so eine Sache. Eigentlich sind sie zu 99% scheiße. Und also, wenn das, das ist weit weg davon, scheiße zu sein. Das ist halt nicht perfekt, aber wenn man sich auch überlegt, dass das Spiel zu einem Film gemacht wurde. Ich verstehe jetzt noch nicht, wieso man den Jump nicht schaffen. Bin ich einfach zu schlecht, man. Möglich. Oder muss ich noch weiter hoch? Nee. Das musst du locker schaffbar sein, Mann. Betsy! Hast nicht deine Springboots an. So.
Es ist schön düster, es hat auch schön, dass halt auch auf Stealth einen Wert gelegt wird, weil ich meine, man hätte es ja auch anders machen können, man hätte einfach sagen können, es ist ein Brawler halt. Was natürlich, weil Batman prügelt sich ja viel Show gepasst hätte, aber das Stealth macht es und dieses Angstbarometer ist eine sehr coole Idee. Den Markt, dem Leben aus Gotham. Für Falcone zu arbeiten war übel, aber jetzt wo er weg ist, wird alles nur noch schlimmer. Du hattest nichts mit diesem blauen Pulver zu tun, oder? Ich habe gehört, davon wird man irre. Nein, ich komme weder diesem Doktor noch seinen Chemikalien zu nahe. Ich verschwinde, mir reicht's. Es wird Zeit, dass die Ratten verschwinden, bevor diese Stadt sinkt. So, ich hab gar keine Ahnung, wo es schon wieder lang geht. Genau, das sieht man gar nicht. Aber ihr seht, der eine, der schaut da immer in meine Richtung. Ich hatte jetzt Angst, dass er mich sieht. Also, und es ist jetzt auch nicht wie in den Arkham-Spielen, dass ich jetzt wirklich, also, ich sag jetzt mal skillbasiert stealthe, weil es ist ja wirklich einfach so, und kannst du jetzt die scheiß Blinkkarte schmeißen? Naja, hauptsache sie haben alle ihre Waffen abgelegt. Ja, genau. Hüpf in den Schlag rein. Dann mach. Jetzt mal, nimm mal meinen. Okay, zum Glück. Gib dir auf, Mann. Kein Schritt näher, sonst lasse ich mich zusammenprügeln. So, also ihr seht, das mit dem Kampfsystem, das taugt echt nicht, weil es ist halt wirklich einfach nur draufhauen. Aber ganz ernsthaft, es hat schon so seine Momente und es kann schon Spaß machen, aber das Kämpfen ist echt nicht so gut gelungen. Was schade ist. Diese Tür ist abgesperrt, dann lass sie doch abgesperrt sein. So, ich mach die Scheibe einfach kaputt, oder? Geht das nicht? Kann ich da hochhüpfen? Hey? Was riecht denn, Junge, Mann? Du bist Batman. Mach es einfach kaputt. Müssen wir hier wieder irgendwas in die Luft springen? Tür. Dann versuchen wir es bei der Tür. Vielleicht mag die Tür uns mehr. Ah, die Tür ist schon mal ein Stückchen besser. Aber das mit den Rauchgranaten habe ich jetzt auch gerade verstanden. Ich hatte schon meine Blend und meine Rauchgranaten. Hab sie ausgewählt gehabt? Hab hier, Z gerückt, genau, so wie er jetzt gerade hier geschmissen hat. Und hat einfach keine Lust gehabt. Was genau bringt mir das jetzt? Achso, hier bringt es mir was. So. Also es ist schon ein bisschen Rätsel immer mit dabei. Das ist schon ganz cool eigentlich, so. Ich bin da drauf. Schade, komm ich gar nicht rein in das Gebäude, oder? Bam! Bin mir sicher, hier gibt es 1 Milliarde Secrets, oder? Da gibt es schon mal ein Dokument. Tja, hätte er machen können. Hätte er machen sollen. Wäre ich nicht schlecht gewesen, aber nun gut. Mir ist es richtig Sinn. Und was ich ganz malig finde, schau ich an, dieses scheiß Mac gibt uns einen Lebensbalken wieder. Ist ja nicht so, als würden wir durch einen Schlag nehmen, wir mindestens einen Lebensbalken verlieren. Ich freue mich auf irgendwann einen Bossfight, Mann. So. Naja, Checkpoint. Alles halb so schlimm. Das nervt immer so, wenn er Türen oder so zentriert, Mann. So. Bam. Schmeißen geht immer. Dann wieder hoch. Obwohl, schauen wir nochmal auf gut blöd. Weil hin und wieder hat das Spiel doch hier so ein verstecktes Medkit mal, aber hier leider nicht. Na gut.
Kannst du mich nochmal hochbringen? Schön geschmissen. Im Sprung, Mann. So macht der Batstar das. Der All-Star Batman. So, übrigens ist es eine sehr gute Comic-Reihe, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt bin ich hier. Und das bringt mir inwiefern wie weiter? So, dass ich jetzt da bin. Und was kann... ich sehe das mit diesen doofen Steigen, Mann. Das macht mich so fertig, Mann. Okay, hier oben. Da unten sind lose Bretter, okay. Einfach überall random in the Battle Rungs hinschmeißen. Ich kann mich auch irgendwie nicht bewegen, okay. Ganz normal. Ich weiß aber nicht, für was das Spiel mal diese großen Flächen macht, wenn da eh nichts drin ist. Schau ich an. Es gibt ja keine Secrets oder so. Und... Weil im Spiel gibt es ja generell keine Secrets. Und ich verstehe nicht, wieso es da dann immer so größere Flächen macht. Weil ich meine, wenn linear, dann sei es richtig linear. Bemerkung gestatten, Master Bruce. Auch Ihr Körperpanzer hat seine Grenzen. Wollen Sie mir damit sagen, ich soll nichts zerstören, auf dem ich sitze? Korrekt, Sir. Ich glaube, Flash hat mächtigen Ärger. Flash war schon immer ein mieses Schwein. Er kennt die Spielregeln. Es hat sich aber einiges geändert. Falcone ist raus. Dieser komische Doktor ist plötzlich der große Zampano. Und wir haben diesen Fledermaustypen am Hals. Gotham war schon immer eine Kloake. Ja, schon. Aber es wird immer schlimmer. Wenn ich das jetzt... Achso, nee, Bad Haken ist das, okay. Ich dachte es gerade, wenn ich mich da jetzt runterfallen lasse. Das wäre nicht so das Schlauste. So, wo sind denn die? Okay, und ich bin unbesiegbar übrigens. Mein werter Alfred. Unbesiegbar, unzerstörbar, keiner kann mich aufhalten. Denn ich bin Batman! So. Batman on the road, Batman on the road, was gibt's da? Da machen wir wieder. Also das mit dem Elektro-Hack, Mann. Besonders weil man in so unnützen Situationen benutzt, Mann. Aber ich sage eigentlich, im Grundprinzip ist alles wirklich so in den Arkham-Spiel übernommen werden, weil dieser kryptografische Dezifizierer, den es da gibt, ist ja im Endeffekt dasselbe. So. Haben die jetzt schon so viel Angst, dass sie ihre Waffen weggeschmissen haben, oder? Wieso war das gerade grün? So. Das Problem ist nur... Kann ich den von hier aus... So lange geht mein Greifer natürlich nicht, das wäre ziemlich cool. Halt dich doch an dem Seil fest. So. Okay. So, da haben wir Möglichkeit, um die hier loszuwerden. Ich denke mir, die Propantanks. Ich soll damit Gegner schrecken, die unter mir stehen, während ich daneben stehe. Guter Plan, schmeißen wir einfach was drauf. Boah, was kann ich jetzt noch alles machen? Jetzt muss ich die ganzen doofen Blätterparcours nochmal machen. Oh! Scheißspiel. Ja, wenn nicht immer alles so ultra langsam wäre in dem Spiel, Mann. Upp. Fast wären wir platt geworden, dann wären wir Bad Flunder gewesen. Aber Bad Flunder ist auch nicht schlecht. So, und jetzt können wir es ja, jetzt schaffen wir es in 2 Minuten. Speedrun ist jetzt angesagt, Mann. So. Los geht's, los geht's. 1, 2, 1, 2. Nimm mal unnötig umherschauen, da gibt es eh nichts Cooles zu sehen. Auch Ihr Körperpanzer hat seine Grenzen. Wollen Sie mir damit sagen, ich soll nichts zerstören, nachdem ich sitze? Korrekt, Sir. Ach, jetzt verstehe ich übrigens, was Alfred damit sagen wollte. Also, eigentlich wäre es wahrscheinlich leichter gewesen, wenn ihr jetzt
Wenn ihr jetzt von Anfang an versucht hättet, die Gegner zu eliminieren, aber die sind beide bewaffnet, deswegen geht es nicht. Und dann, also ich muss jetzt mich auf dieses blöden, aus dem blöden Metallding da schmeißen und dann muss ich die Propantanks raushauen. Und dann hoffentlich sterbe ich nicht im 1:1 Kampf gegen die Gegner, ansonsten muss ich mich nämlich die ärgern. So, dann machen wir wieder mein Lieblingsding, den Elektro-Hack. Zack. 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 Und zack. Also, dann bitte. Aber generell, also wie gesagt, ich wollte hier wirklich anmerken, dass das Spiel, das hat schon sein Potenzial und es macht auch Laune. Hat er, wie gesagt, ein, zwei unfertige Ecken, aber macht Spaß. Und wie gesagt, im Grundprinzip ist wirklich in den Arkham-Spielen nicht so sehr viel anders geworden. Klar, alles größer, besser, schöner und ein bisschen kompakter, sage ich jetzt mal. Aber im Grundprinzip ist das schon sehr viel ähnlich geblieben. Das muss man im Spiel eigentlich wirklich sehr zugutehalten. Hat niemand gesehen. So, und jetzt weiß ich auch, was Alfred vorher damit gemeint hat. Schöner Schlamassel. Was machen wir jetzt? Wir kriegen das schon. Bleib einfach ruhig. Ich soll ruhig bleiben? Was? Der Boss sagt, du bist nur ein Mensch. Echt? Alter! Fick die Spiel, Mann. Entschuldigung, jetzt muss ich mal fluchen, Mann. Das ist ein Bullshit, Mann. Wieso kann mir dieses Spiel nicht einfach vernünftig leben gehen? Das Schlimme ist, ich lade es in Checkpoint und habe wieder genauso wenig Leben, Mann. Es ist eigentlich komplett unnötig, dass ich diese scheiß Fässer kaputt mache, weil ich habe so wenig Leben, Mann. Das Kämpfen fällt mir so schwer, Mann. Und Blinkgranaten und so kann er irgendwie nicht schmeißen. Vorher wollte ich auch Blinkgranaten schmeißen, hat er auch keine Lust gehabt. Wir machen jetzt einen Cut, Leute. Wir machen das beim nächsten Mal wieder. Bis dann, 3 und 4 sind. Ciao.